Nee, ich habe keine Probleme damit mit diesen Unsicherheiten in Anführungsstrichen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gucke, das ist BA, ich unterrichte in China das erste Mal in meinem Leben BA-Studenten. Die sind 18, 19. Wenn ich jetzt, ich bin im Alter schätzen sehr, sehr schlecht, aber das scheint hier ein bisschen älter zu sein. Und das ist im Grunde Teil des Themas europäische Integration. Also europäische Integration, Integration überhaupt. Wir sprechen mit mehr oder weniger allgemeinen, mit einer mehr oder weniger allgemeinen Terminologie über bestimmte Sachen. Auf der anderen Seite bin ich sehr stark Freund davon, das nicht so abstrakt zu sehen, sondern wirklich konkret. Was heißt es denn? Also ich kann mit irgendwelchen abstrakten Begriffen oder allgemeinen Begriffen und muss auch mit allgemeinen Begriffen das operieren und sagen, okay, Integration, europäische Integration heißt immer auch, dass wir eigentlich von EU-europäischer Integration sprechen. Das haben wir irgendwo, denken wir das mit. Europa ist weitaus größer als EU. Und die EU ist weitaus größer, ist eigentlich fast erschreckend weitaus größer, wenn man sich das heute als selbstverständlich annimmt, mit wie vielen Ländern wir da operieren. Das waren am Anfang 6. Also insofern ist es erschreckend, wenn man überlegt, das ist ein Riesensprung. Auf die Nummer, und jetzt zögere ich, auf die Anzahl, die wir heute haben. Ich zögere unter anderem wegen Brexit. Noch sind sie ja formal drin. Ob sie je rausgehen werden, ist noch offen. Weil, und dann kommt eine Feinheit, im Grunde eine Feinheit. Es hat ja keiner wirklich damit gerechnet. Und juristisch ist das nicht wirklich ganz klar, in welchem Bereich wir jetzt sind. Die einen sagen, das ist kein Problem, ich glaube Artikel 5.1 ist es, wird jetzt abgehakt und damit ist das erledigt innerhalb von einer relativ kurzen Zeitperiode. Wir werden sehen, das geht also nach Schätzungen bis zu 10 Jahren, rein verfahrenstechnisch, und es geht politisch darum, dass einige sagen, das wird nie passieren. Und deswegen auch meine Frage, Politikwissenschaft, ich sage vielleicht kurz was zu meinem Hintergrund, ich habe studiert Soziologie, Ökonomie, da fängt schon wieder an, Ökonomie, ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert, was damals, als ich studiert habe, wirklich noch Wirtschaftswissenschaft war, und nicht strikt untergliedert in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. Politikwissenschaft ist, ich habe es auch studiert, das war aber in der DDR damals, und Politikwissenschaft ist eigentlich auch was, was heute zunehmend, vermutlich zumindest nach meiner Erfahrung, aus der Mode kommt, in dem Sinne, dass die Spezialisierung eigentlich immer stärker wird und man studiert zum Beispiel, kann ich mir jetzt denken, sage ich mal aus dem Kopf heraus, mit Fantasie, man studiert eher wahrscheinlich europäische Integration als Politikwissenschaft und dann studiert man das aus spezifischer Sicht, nämlich juristischer Sicht. Ich versuche das möglichst locker zu halten. Wir haben ja eigentlich sehr viel Zeit, eigentlich sehr wenig Zeit. Sehr viel Zeit, das heißt, wir sind darauf angewiesen, das auf zwei lange Schienen zu machen, heute und morgen und dann nächstes Wochenende. Insofern ist es sehr viel Zeit, zumindest mich hier reden zu hören und nur reden zu hören. Auf der anderen Seite ist es sehr wenig Zeit, wenn ich also überlege, was es wirklich heißt. Wie gesagt, das zu leben,
oder als gelebte europäische Integration zu erfahren. Ich versuche das in Deutsch möglichst alles. Ich habe einige Sachen, wenn ich die zitiere oder darauf hinweise, das sind einfach die englischen Begriffe oder englische Quellen. Und versuchen Sie bitte auch Deutsch zu sprechen, weil das österreichische Deutsch ist teilweise so ein bisschen schwer zu verstehen, sage ich es mal so. Okay. Ist das da bis hinten reicht meine Stimme? Okay. Also das mit dem scharf anfangen, das scheint so klar doch nicht zu sein, auch in Österreich. Sonst würden zumindest nicht viele versuchen und ist das jetzt hier oder ist das nicht hier? Vielleicht sehen wir das auch und sagen, das kann nicht für mich sein. Ja, wie jetzt anfangen, ohne das alles zu überborden mit Rede. Erstmal was ganz Banales, scheinbar Banales oder vielleicht auch nicht Banales. Ich denke mal, dass wir jetzt nicht von 9.45 Uhr hier jetzt im Seminarraum sitzen und in einem Durchseminar haben bis 16.30 Uhr, glaube ich. Da gibt es irgendwelche Pausen, vermute ich. Okay. Gibt es da irgendeine Regelung oder irgendeinen Wunsch? Flexibel. Also eine lange Mittagspause und Zwischenpausen, wenn wir. Also mal ist ein Block 1,5 Stunden lang, nicht? Und dann nach einer Stunde kann man sich dann auch weniger konzentrieren. Also eine lange Mittagspause auf jeden Fall und vielleicht, dass wir auch ein bisschen früher los Schluss machen. Also wäre so mein Vorschlag. Allgemeine andere Äußerungen. Was ist lang? Also jetzt in Minuten? Eine Stunde. Ja, genau. Und alle 1,5 Stunden, wie die Kollegin meint, so 10 Minuten Pause nehmen müssen. Und wann ist hier Mittag? Um 3 ist Schluss. Um 3 ist Schluss. Ja. Müssen wir aber Mittag relativ früh machen, dass das. Okay, sagen wir 12 bis 1.30 Uhr Mittag. Und den Rest handhaben wir mehr oder weniger flexibel. Sagen wir einfach, jetzt reicht's. Oder wenn ich dann das höre, dann reagiere ich entsprechend. Es gibt einen wunderschönen Cartoon, also ich finde ihn zumindest sehr schön, europäische Integration. Ganz am Anfang kommt jemand rein, natürlich eine Frau, Entschuldigung, und fragt, Kaffee? Yes, we, ja. Dann, ich weiß nicht, auf welcher Stufe das dann ist, mit 20, 27 oder wie auch immer, kommt jemand rein. Kaffee? C'est café, café latte. C'est un espresso pende. Ja, ein verlängerten Braun. Und dann geht das so weiter. Durch all die verschiedenen Formen. Und das war im Grunde ein Problem, sage ich jetzt mal, der europäischen Integration. Das nehme ich jetzt einfach als gegeben hin. Wir sprechen von dem, was wir heute als EU kennen, also diese Art der Integration und ihrer Geschichte. Und es gab anfangs keine klaren
Orientierung, worüber man eigentlich spricht. Es gab diese Überlegung, wir wollen, und das muss man einfach ernst nehmen, wir haben diese Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Zweite Weltkrieg war ein Desaster und das wollen wir einfach, dass sich das nicht wiederholt. Was damit gemeint war, ist aber schon wieder eine äußerst umstrittene Frage. Die einen sagen, okay, was gemeint war, war ein fester Ausdruck von Frieden, Friedenswillen. Nach einem verheerenden Krieg, mit verheerenden politischen Ursachen und verheerenden politischen Konsequenzen. Und politisch für mich heißt immer auch menschlichen Konsequenzen. Das kann man jetzt in Zahlen ausdrücken, wie viele Leute hingeschlachtet worden sind in Konzentrationslagern und während des Krieges selbst. Die Zahlen sagen im Grunde nichts, wenn man sich wirklich das anschaut, was passiert ist. Was passiert ist, einschließlich der Zerstrittenheit, die vor 1933 bestand. Politikwissenschaft hat damit auch zu tun, dass es das war, was formalrechtlich sogar von einigen gesagt wird, das waren demokratische Wahlen, durch die Hitler als eben der Hauptkriegstreiber formal gesehen den Krieg begonnen hat. Formalrechtlich war das ein demokratischer Prozess, durch den er an die Macht gekommen ist. Was da aber insgesamt hintersteckt an Zerstrittenheit, an Bestechung, an massiver Ideologiebeeinflussung, ist eine andere Sache. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die Kritik, für die Politikwissenschaft, sich damit zu auseinanderzusetzen. Man agiert in verschiedenen, sehr verschiedenen Feldern, auch disziplinär. Und man muss das irgendwo zusammendenken und man muss damit leben, dass es keiner zusammendenkt. Da haben sich also, ich bin gestern durch Zufall in einem Vortrag gestolpert, hier, der auch um österreichischen Staatsvertrag ging, dann aber auch am Rande eben mit Kreisky EU-Integration erwähnte, da haben sich Leute zusammengesetzt, also wirklich um den kleinen runden Tisch und haben gesagt, wir müssen irgendwas machen, so geht's nicht. Die haben aber alle total unterschiedliche Vorstellungen gehabt von den Begriffen auch, die sie verwendet haben. Frieden hieß für die einen wirklich eine humanitäre, wenn man so will, Verpflichtung, so nicht wieder, nie wieder Krieg. Für andere hieß das, und durchaus berechtigt, Deutschland, was auch immer das heißt, war zum zweiten Mal Hauptkriegstreiber. Hauptkriegstreiber sage ich, ich bin Deutscher, sage ich nicht, um irgendwelche antideutschen Ressentiments zurückzuweisen. Es war Hauptkriegstreiber. Auf der anderen Seite war das ein derart komplexes Feld von internationalen Verpflichtungen, von unterschiedlichen Interessen. Wenn das nur Deutschland gewesen wäre, wäre da einmal gesagt worden, ist nicht. Es waren aber andere Kräfte auch in anderen Ländern, die gesagt haben, das ist uns ganz genehm, dass wir jetzt eine Entschuldigung haben, unsere eigenen Machtinteressen erstmal durchzusetzen. Und wenn das mit Krieg ist, ist es okay. Weil wir sind es ja nicht gewesen. Es sind ja die Deutschen gewesen. Und es waren die Deutschen, ohne Zweifel. Wenn Deutschland das nicht gemacht hätte, wäre das nicht passiert. Hoffentlich. Oder vermutlich.
Wenn Hitler nicht da gewesen wäre, in dem zweiten Falle, wäre das nicht passiert. Es gibt auf der anderen Seite eine sehr starke Collage von John Hartfield, ich weiß nicht seinen richtigen Namen, es war sein Künstlername, der bekannte Gruß, der ja eigentlich der ausgestreckte Arm war, aber bei Hitler selbst immer so ein bisschen lax zurück und wo ihm das Geld in die Hand gegeben wird. Von eben der Schwerindustrie. Und das waren auch ganz starke Momente, die eine Rolle spielten. Wenn man sagt, mit viel Recht, ohne Hitler wäre das nicht so weit gekommen oder so gekommen, kann man auf der anderen Seite sagen, die Schwerindustrie, es waren ganz bestimmte Industrien, hatten ein ganz spezifisches Interesse. Und wenn sie Hitler nicht gefunden hätten, hätten sie einen anderen Weg gefunden. Solche Fragen sind im Grunde blödsinnig in dem Sinne, dass man es nicht beantworten kann. Historische Fragen, was wäre gewesen, wenn, sind obsolet, weil es war so, wie es war. Ja, aber es ist auch falsch, da muss ich Ihnen recht geben, dass mit dem Zweiten Weltkrieg immer nur der Holocaust erwähnt wird. Was war mit der ganzen Welt? Es war ja nicht nur Deutschland oder der Hitler, der den Krieg begonnen hat. Es haben viele andere mitgespielt, aus welchen Gründen auch immer. Aber es wird immer nur die ganze Wahrheit quasi. Das ist genau eine der Herausforderungen und das ist auch wichtig in dem Sinne, dass es gerade heute wieder dazu kommt, es sind vereinzelte Probleme in der EU, es ist Brexit. Es gab ja den Grexit erstmal, wo überlegt worden ist, und das kann ich jetzt genauso sagen, es sind nicht die Briten gewesen, sondern ins Spiel gebracht hat das ganz jemand anders, die gesagt haben, die Griechen sollen raus. Die haben ja erstmal die Option geschaffen, es ist eine Möglichkeit, nicht immer mehr Länder zu integrieren, sondern wir können jetzt ja mal überlegen, ob wir nicht jemanden ausschließen. Wo vielleicht das überhaupt die Ursache war dafür, dass die Briten dann gesagt haben, wenn die schon raus sollen, dann können wir ja mal überlegen, ob wir nicht raus wollen. Und das sind natürlich Felder, es war die ganze Welt, aber was meinen Sie genau unter es war die ganze Welt? Nein, nicht die ganze Welt, aber alle Akteure, die mitgespielt haben, die Alliierten und was auch immer. Es wurde ja immerhin 5 Jahre Krieg geführt, 39 bis 45, 6 Jahre, gell? Ungefähr. Für jeden Staat ein anderer Delta. Aber von den anderen Ländern, die mich getanzt haben. Das meine ich. Aus welchen Gründen auch immer. Kann da jemand anders noch was zu sagen? Was heißt die ganze Welt? Alle sprechen, und wie zum Beispiel die Zigeuner, die eigentlich auch umgebracht würden. Aber ich finde, dass es schon so beleuchtet, andere Länder, die auch mitgespielt haben. Also Spanien, also ich weiß nicht, vielleicht ist nur ich, aber ich habe schon gehört und gelesen, dass Menschen darüber reden. Aber ja, es stimmt, zwar Deutschland, ja, wenn wir wissenschaftlich studieren würden, dann müssten wir nicht besser vereinfachen. Wenn wir die Dinge anschauen, die allgemeine Geschichte, dann müssen wir Hitler, Zweiter Weltkrieg, Hitler, Juden, das war. Dabei haben andere Kräfte mitgespielt und andere Staaten genauso Juden verfolgen, Böses getan. Und es ist
Das ist meine Meinung, also mein Eindruck quasi. Das ist eben aber Zentralwesteuropa und zum Beispiel der Sowjetunion. In Russland ist das bis heute nicht aufgearbeitet worden, was eigentlich Stalin verbrochen hat. Ja. Und ich denke, das ist eine Zivilisation, die von Stärke zeigt, ja, wenn man darüber sprechen kann. Wenn man sprechen kann. Ja. Und natürlich ist es schwierig, aus Außenstehender jetzt quasi diese anderen Länder zu kritisieren. Man sollte sich eher überlegen, sollten diese Länder nicht anfangen, jetzt schön langsam mal anzufangen, sich selbst zu kritisieren. Ja. Okay, jetzt. Es gibt die Verarbeitung, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt dieser Geschichte. Es gibt immer wieder, wenn wir über europäische Integration sprechen werden, es gibt immer wieder die nationale Perspektive. Wir sind vielleicht auf dem Wege der Integration, müssen aber klären, diese beiden Sachen, was heißt Integration, wie verstehen wir integriert sein oder integriert werden, worein integriert, und wir tun das immer aus der nationalen Perspektive und haben Schwierigkeiten, Denkschwierigkeiten, das zu machen, wozu die EU-Kommissare, jetzt kommt eine formale, am Rande eigentlich eine formale Geschichte, EU-Kommissare werden von den Nationalstaaten, von den Mitgliedsländern bestimmt, aber sind EU-denkverpflichtet. Der österreichische Kommissar hört auf, Österreicher zu sein, in Anführungsstrichen, und ist nun Europäer. Und deswegen, ich meine, das muss man sich auch mal lebensweltlich, vielleicht ist der Begriff Habermas, hat ihn dann hauptsächlich in Diskussion gebracht, eigentlich schon lange vorher tief verwurzelt, lebensweltlich, was das heißt. Ich habe in Irland lange gelebt und war in Europa tätig, also das heißt mit der Kommission und NGOs dort. Und dann wurde mir immer gesagt, wenn ich dann zurückkam, mit dem wieder eingeplant, was gab es denn in Europa Neues? Also ich war in Europa, Europa war Brüssel, und da war ich als nicht als Ihre, nicht als Deutscher, nicht als sonst was, sondern als, was gibt es in Europa Neues? Dieses Denken umzudrehen jetzt, ich bin jetzt Europa, ich bin nicht mehr Österreicher, ich bin nicht mehr Deutscher, ich bin nicht mehr Ihre. Was keinem gelungen ist, davon ganz abgesehen. Ganz wenige, oder? Delors war da wahrscheinlich eine relativ große Ausnahme, dem es einigermaßen geglückt ist.
die anderen haben eigentlich wen oder viele der Kommissare und viele der vor allem Präsidenten haben wenig gedacht. Die haben mehr oder weniger funktioniert und haben nicht wirklich eine europäische Vision versucht, nach vorne zu bringen. So, und das ist aber jetzt genau nochmal auf die Gründungsgeschichte zu kommen und eine Klärung, auch eine Erläuterung des Hintergrundes meiner Frage, was meinen Sie damit? Es gibt natürlich die eine Orientierung, es sind immer andere Länder involviert. Es geht nicht nur um Deutschland im Falle von Faschismus, Italien mit Mussolini, eine fantastische Geschichte in dem Sinne, wenn man die beiden Faschismen vergleicht. Gramsci war unmöglich in Deutschland. Der hätte keinen Tag überlebt. Gramsci ist im Grunde nicht umgebracht worden im Gefängnis, sondern der ist gestorben an Krankheit. Also okay, die Bedingung, aber alleine, dass der schreiben konnte im Gefängnis, war im deutschen Faschismus undenkbar. Eine ganz andere Geschichte des Faschismus. Wir sagen Faschismus, es sind zwei total unterschiedliche Systeme. Da setzen sich die Leute zusammen am großen Tisch und sagen, wir müssen Europa haben. Die Ideen von Europa, ich gehe da nicht weiter im Detail auf, gab es weitaus früher. Es gab einen Werner-Plan, der im Grunde auch konkret überlegte, wir sollten orientieren auf ein einheitliches Europa, organisiert. Und das ist ein wichtiger Punkt dabei. Es ging um eine Institutionalisierung eines Systems mit verschiedenen Staaten. Und damit kommt eine neue Stufe dessen, was ich fragte. Es ging nicht nur um andere, sondern es ging um was in der Soziologie dann bezeichnet wird, mittlerweile sehr stark bezeichnet wird, als Relationalität. Relationalität hebt im Grunde auf das Denken, ich bin unabhängig, du bist unabhängig und wir treten zueinander in einer Beziehung. Relationalität heißt im Grunde, wir schaffen etwas Neues und die Beziehung selbst ist fast wichtiger als die Einzelteile. Also was lange schon diskutiert worden ist oder gedacht worden ist, das Ganze ist mehr als seine Teile. Das war eine neue Stufe, die später in der Soziologie erst gedacht worden ist, wirklich theoretisiert worden ist, aber die da eine Rolle spielte. Wo ich komme gleich auf den Namen, die Methode dann nach ihm benannt worden ist, dass gesagt worden ist, was wir machen, diese Art der Integration verläuft nach einem ganz bestimmten Muster. Und zwar geht es darum, da sieht man schon eine bestimmte Art der Interpretation, die dahinter steht. Wir führen die führenden Eliten der Länder, und das heißt nicht zuletzt die Wirtschaftseliten zusammen. Es war klar, obwohl da fehlte die Aufarbeitung, dass es natürlich wirtschaftliche Interessen sind, die zu Krieg führen oder zu Frieden. Die klare Analyse
welche Wirtschaftsinteressen und wie treiben die zum Krieg, war eine andere Geschichte. Aber es war klar, wenn die Eliten zusammenarbeiten, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die in den Krieg gehen gegeneinander, dass sich das wiederholt. Die haben Interesse an Handel, an internationalem Handel. Die haben kein Interesse daran, was natürlich umstreitbar ist, aber die haben kein Interesse daran, mit Gewalt irgendwo einzumarschieren und zu annexieren. Wie gesagt, das kann man und muss man hinterfragen, ob das allgemein so zutrifft oder nicht. Aber zumindest ist eine Geschichte die, dass wenn starke wirtschaftliche Interessen da sind, die an Zusammenarbeit, an Handel, an internationalem Handel, an Austausch interessiert sind, die zumindest werden nicht gegeneinander im Krieg gehen. Und das waren, insofern kann man sich das auch überlegen, was da wirklich hintersteckte, es waren die starken Länder mit einem starken, ausgeprägten nationalen Kapitalinteresse und Kapitalismusinteresse, die gesagt haben, die Deutschen müssen wir zügeln im Grunde. Dass wir die Gefahr, die von da ausgeht, positiv für die Weiterentwicklung des Kapitalismus, der kapitalistischen Wirtschaft, nutzbar machen. Und zwar ging es darum, das war die zweite Linie, gegen vor allem zwei Kräfte. Die eine Kraft war offensichtlich, das war die Sowjetunion und die sich entwickelnde sozialistische Welt. Die andere Kraft war nicht ganz so klar, das war aber relevant, das waren die USA. Also das war vor allem Frankreich. Frankreich und Italien, würde ich sagen, die ein ganz starkes Interesse hatten, im Grunde ihren eigenen Kapitalismus aufzubauen und zu sagen, das können wir aber nur, also wir sind einerseits eine starke Wirtschaftsmacht, was sie damals waren, aber das können wir nur halten, wenn wir im Grunde diese Zusammenarbeit institutionalisiert haben und sowas wie ein europäisches System aushandeln, was, und das ist eine Schwierigkeit, die wir dann haben, genau zu erklären, das ist aber dann wirtschaftlich, ja? Einerseits Konkurrenz unterminieren, das heißt, dass die Deutschen im Grunde nicht so stark werden aus eigener Kraft, das ist ihnen dann nicht gelungen, aber dass die nicht so stark werden, dass sie dominant werden. Auf der anderen Seite aber Konkurrenz, eine Konkurrenzstruktur herausbilden, die uns genau das erlaubt, dass wir konkurrenzfähig werden. Und das ist das Problem mit Relationalität. Auf der einen Seite wir konkurrenzfähig werden, das werden wir aber nur, indem wir Konkurrenz in bestimmten Bereichen unterbinden oder klein halten. Das genau zu begreifen, das wird dann Ihre zukünftige Beschäftigung sein, wenn Sie wo auch immer als Politikwissenschaftlerin, Politikwissenschaftler arbeiten. Das genau abzustimmen, zu sagen, wie handle ich mit diesem Widerspruch? Das kann man an sehr vielen Beispielen durchdeklinieren. Wie handle ich mit dem Widerspruch von Konkurrenzfähigkeit entwickeln und
gleichzeitig andere Länder zu integrieren. Das ist der EU nicht gelungen mit Griechenland. Dieser Versuch zu integrieren und gleichzeitig zu sagen, aber innerhalb dieses Feldes haben wir eine Peripherie, nämlich haben Griechenland und dieser ganz böse Ausdruck der Pigs-Staaten dann, mit Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. Das war ein ganz böser Ausdruck, die praktisch wirklich da als so eine Art, das war so der böse Hintergedanke dabei, das ist der Schweinestall Europa, den lassen wir draußen im Grunde. Das ging nicht. Entweder oder. Und diesen Mittelweg dann trotzdem zu finden, ist eine eigentlich unmögliche Sache. Mit Effektivität haben wir das Gleiche, politische Effektivität. Diesen ganzen demokratischen Prozesse, wenn sie dann wirklich ernst genommen werden, haben das Problem, dass eine effektive Arbeit nicht möglich ist. Festsitzen auf Posten ist auf der einen Seite was wir vermeiden müssen, auf der anderen Seite, wie kann ich Erfahrung sammeln? Ich habe das mal auf einem Workshop erlebt, da sprach mich einer an während der Pause, wir unterhielten uns, der war bei der Kommission, das war ein Programm im Sozialbereich und wir kommen so ins Gespräch und dies und das war vor 5 Jahren und da hat sich ja vor 10 Jahren das schon angebahnt und er sagt, das Wissen hätte ich gerne. Also Entschuldigung, dass ich ein bisschen auf die Schulter klopfen muss, aber das war nicht viel Wissen, der wusste viel mehr als ich. Aber er sagte, das Wissen, was Sie haben, das hätte ich gerne. Ich bin jetzt seit zwei Jahren auf diesem Posten. Ich komme aus einer anderen Kommission, Generaldirektion. Dieser Sozialbereich ist für mich jetzt seit 2 Jahren und das wird für 2 Jahre weiter sein und dann werde ich rotiert. Dann komme ich in eine neue Position, weil eben vermieden werden soll, da wird gefachert und da besetzen die Ereignisse. So, diese Erfahrung von 10 Jahren, von 15 Jahren, können die Leute im Grunde nicht haben. Zumindest nicht als interne Erfahrung. Das können die aus der Presse erfahren und sonst was. Das können die durch Schulung erfahren. Aber nicht eben, dass sich dann unser damals meiner Mitkommissar, der Patrick Flynn, der Ire, Sozialkommissar, wie der sich dann genau verhalten hat auf nationaler Ebene. Wie er da reingekommen ist in diese Position. Das kann man dann durch Zufall erfahren, wenn man lange genug dabei ist. Durch Zufall sage ich jetzt auch, wenn man eben in dem Falle Ire ist oder wenn man in einem anderen Falle Österreicher ist, diese ganzen Feinheiten kriegt man in diesem Job nicht mit. Also diese Erfahrungswelt. Und diese Spannungen dann, dass in bestimmten Bereichen eben Effektivität, Effizienz, Konkurrenz ganz anders verstanden wird als in anderen, das spielt eine Rolle. Ich muss einerseits das Wissen haben, wie läuft es formal ab, was sind die institutionellen Strukturen und so weiter und so fort. Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Was ist mit Konkurrenz, mit wirtschaftlichen Geschichten da? Wie weit kann ich eben gehen? Da gibt es ja viele Leute, die sagen, mit der Einführung des Euro, das hätte man wissen können. Man hätte es wissen können, glaube ich auch. Aber okay, man hat sich so entschieden. Und das war eine politische Entscheidung. Das war genau diese Entscheidung im Grunde, die am Anfang stand. Wir setzen uns einfach mal zusammen, lassen die Eliten ihr Süppchen kochen und dann werden die anderen mit hineinziehen. Das sind ganz, ich habe hohen Respekt vor Wissenschaft, muss ich ja haben. Aber trotzdem, so hoch ist er gar nicht.
Das sind ganz einfache Prozesse, die da ablaufen. Und man muss es sich wirklich so einfach vorstellen. Da setzen sich irgendwelche Eliten zusammen. Die sind natürlich Elite. Und ich sage auch, die sind durchaus intelligent. Aber das sind ja keine Universalgenies. Und die Kirche haben wir ja zumindest teilweise entmachtet so ein bisschen, zumindest soweit das Latein nicht mehr Universalsprache der Eliten ist. Das heißt, die hatten keine gemeinsame Sprache, die brauchten irgendwelche Leute, die übersetzen. Ganz banale Geschichten, weil die konnten es nicht. Das hat sich lange hingezogen. In den 80er Jahren gab es Studien, empirische Studien, EU-Integration im strengen Sinne, Europäisches Parlament, die Beschlüsse, die gefasst würden, sind die nach Parteilinie oder nach welchen Linien sind die? Ein Großteil der Beschlüsse war nach Nationalgesichtspunkten. Es war einfacher, sage ich jetzt mal auf vereinfacht, es war einfacher, einen Beschluss der Österreicher, der Italiener einheitlich durchzusetzen, die Stimmen aus Italien, aus Österreich zu kriegen, als die Stimmen der Europäischen Volkspartei, der EEP oder was auch immer, auf europäischer Ebene, die Stimmen aus Italien, aus Österreich, aus Deutschland, aus Irland. Warum? Die sprachen die gleiche Sprache. Warum? Es ging nicht nur um die Sprache, sondern die verstanden auch, worum es ging. Ich war zufällig in der Zeit europäisch aktiv, als man versucht hat, die deutsche Pflegeversicherung, heißt sie, glaube ich, europäisch zu diskutieren. Es gab keinen Begriff. Es gab schlicht und einfach kein englisches Wort für Long-Term Care Insurance. Das ist heute der Begriff, der genommen wird. Es gab sonst immer nur verschiedene Begriffe, weil keiner genau wusste, was ist denn dieses Konzept der Long-Term Care Insurance? Was ist denn gemeint, wenn die Pflegeversicherung gesprochen wird. Das ging mit vielen anderen Begriffen so, Wohlfahrtsverbände im Deutschen, das sind nicht die Charities, die Welfare Associations, jede Charity würde sagen, wir sind keine wirkliche Welfare Association. Welfare Association hat sich heute eingespielt. Und da haben die gesagt, so, das werden die schon irgendwie hinkriegen, wenn die sich aber an, die müssen sich erstmal zusammensetzen. Und dann wird das laufen. Und dann holen die nämlich ihre Dolmetscher zusammen und die sagen, Dolmetscher, ich kann das nicht übersetzen, ich weiß nicht, was das heißt. Da muss ich jetzt erstmal bei meinem Oberamt oder sonst was fragen, sag mal, diese Versicherung, was ist denn das? Was macht er denn da wieder? Ich glaube, ein guter Begriff wäre, und dann kommen die an und spielen rum. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo die sich zwangseinigen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst, zwangseinigen, weil wir streiten da, ich bin eigentlich aus diesem Bereich praktisch zumindest raus, aber es war eine Zwangseinigung, die immer noch anhält, die, ich springe jetzt, aber das ist okay, glaube ich, die Dienste des Allgemeininteresses. Also es ging ja dann darum, letztlich ganz kurz der Abriss, es ging um die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die immer Wirtschaft in den Mittelpunkt stellte, Wirtschaftseliten zusammenbringen, aber gemeinschaftlich. Also dieses Konzept, sehr gefährlich im Deutschen, Gemeinschaft.
jetzt aber nicht Volksgemeinschaft, sondern Wirtschaftsgemeinschaft. So, und dann sehen wir mal zu, dann machen wir das eben nicht rein institutionell, nicht wirklich formal und sonst was, sondern versuchen, dass das zusammenwächst. Eliten wachsen zusammen, Wirtschaftseliten, und der Rest kommt danach. Das war so die Idee. Und dann wächst das immer fester zusammen, da kommen dann auch die Studierenden, weil die kommen ja mit Erasmus dann leicht irgendwo hin. Und das weitet sich aus. Das war die Idee. Und dann kam eben genau der Punkt, Wirtschaftsgemeinschaft heißt freier Verkehr von Kapital, Diensten und Gütern und Personen. Das waren die vier Grundfreiheiten. Auf denen basierte das dann, das wurde festgeschrieben. Vier Grundfreiheiten. Freier Warenverkehr, freier Kapitalverkehr, freier Diensteverkehr und freier Personenverkehr. Da baute man dann, oder baut man heute in Ungarn eine Mauer, dass das wirklich auf europäisch begrenzt bleibt und findet andere Sachen. Aber es war frei, die Idee. Und es wurden dann andere Ebenen gefunden, durch die man das regulierte. Nicht rein formal. Aber freier Dienstleistungsverkehr hieß ja auch, und nicht zuletzt, was macht man jetzt mit den Sozialdiensten? Und jetzt habe ich einen problematischen Punkt. Ja? Ich bin Deutsch, kann es nicht verleugnen. Ich war in Brüssel im Büro der Europäischen Vertretung der Deutschen Wohlfahrtsverbände, der, von Caritas war das. Und da wurde 96 wurde ein Papier von der Kommission vorgelegt. Und die sagten, freier Dienstleistungsverkehr heißt frei. Das heißt, ich kann anbieten in anderen Ländern. Dann geht es jetzt wirklich in die juristischen Feinheiten. Wenn das wirklich frei sein soll, darf natürlich kein Land die eigenen oder irgendwelche Dienste subventionieren. Frei ja immer Freiheit. Nicht nur der Wissenschaft, sondern auch der Dienste. Freier Verkehr, ganz frei und selbstständig, ohne Staatsintervention. So. Und dann haben die deutschen Sozialdienste gesagt, ja, das ist aber eigentlich, wenn man sich das genau durchliest, und das ist ja auch genannt explizit, das geht um Postdienste, das geht um Verkehrsdienste. Das hieß, das wurde dann auch sehr stark umgesetzt, Privatisierung all dieser Dienste. Seitdem haben wir also nicht nur Lufthansa und Austrian Airlines, ich weiß gar nicht, heißen die Austrian Airlines oder? Kein deutscher Name, kein Österreich. Jetzt in Frankreich nicht. Also diese Geschichten, die wurden dann ganz aufgelöst oder teilweise, dafür gab es dann oder gibt es dann jetzt. Mit irgendwelchen dunklen Machenschaften im Hintergrund, die Air Berlin und ich weiß nicht, diese Lufthansa-Ableger, die dann gegründet worden sind, oder es gibt die ganz privaten wie Ryanair. Aber das sind die Sachen, da Gas und da brauchen wir uns nicht, wir sind Sozialdienste, das ist eine ganz andere Sache, wir fallen da. Und irgendwann sind sie dann aufgewacht. Ich wäre da nicht ganz so sicher. Kommen wir später zu. Aber die Franzosen haben gesagt, das geht uns an. Das geht uns alle an, weil die sprechen von Service public. Das waren die öffentlichen Dienste.
Und da gab es genau diesen Streit und diese Unsicherheit auch der Begriffe, die bis heute nicht ganz geregelt ist. Die Deutschen hatten den Begriff der Daseinsvorsorge, Vorsorge. Die Engländer hatten im Grunde den Begriff der General Interest Services. Und die Franzosen hatten ganz stark den Begriff der Service Public. Und heute haben wir alle den Begriff der Service General, weil das ist jetzt auch untergliedert nochmal in zwei. Dienste des allgemeinen Interesses und Dienste des allgemeinen wirtschaftlichen Interesses. Und das wird jetzt schlicht und einfach übersetzt in die anderen Sprache. Die Franzosen haben immer noch das Problem und sagen, es ist nicht das, was wir wirklich meinen. Wir sprechen von was anderem. Und das ist, ich sage dir, Lebenswelt ist wichtig. Die Franzosen, ich weiß, ich bin jetzt länger Zeit nicht mehr da gewesen oder habe nicht mehr ins Schaufenster geguckt, die haben noch jahrelang alle Preisauszeichnungen in Euro und in Franc gehabt. Alle anderen Länder haben gesagt, so Euro ist Euro, D-Mark ist weg. Dadurch konnte auch keiner wirklich erkennen, dass alles plötzlich doppelt so teuer war. Ich war damals, habe ich nicht mehr in Deutschland gelebt, aber angeblich war es mehr oder weniger noch Verdopplung. Sah man ja nicht. Man hatte ja nicht den unmittelbaren Maßstab. Die Franzosen konnten immer noch sehen. Ja? Das ist aber irgendwie nicht recht, aber schaut das nicht so ganz hin, dass das nicht teurer geworden ist. Aber das war ja die Garantie. Es wird nichts teurer. So. Die Übersetzung ist nie gelaufen wirklich und das war eine Zwangsintegration. Deswegen sagte ich das so. Ihr müsst